Ja, Herr Stadtrat, wir sind hier in Waldbeck in einer Landesberufsschule aus eurem Gebiet. Ich bin da sehr beeindruckt und gratuliere zu solchen Schülern. Wir haben ja gerade vorher gesprochen. Was sagen Sie zu solchen jungen Menschen da in eurem Gebiet? Da sieht man, wie junge Menschen sich engagieren, sich für gute Sachen engagieren, in diesem Fall für Kinder, die nicht auf die Sonnenseite des Lebens gestellt wurden, sondern mit Schwierigkeiten ihr Leben meistern müssen und oft nur schwierig meistern können, dass gerade junge Menschen sich dafür engagieren, dafür ein soziales Event an sich ziehen, dafür sammeln. 2.500 Euro wurden von den Schülerinnen und Schülern hier gesammelt und für den guten Zweck bereitgestellt. Da sieht man, dass doch ein Großteil der Jugendlichen sich für soziale Sachen engagieren will. Und das macht uns, oder das stimmt uns sehr freudig. Oft wird gesagt, die Jugendlichen interessieren sich nur für Computer, für Computerspiele. Nein, hier sehen wir, dass sich die Jugendlichen auch für soziale Zwecke engagieren. Und die Landesberufsschule Waldeck ist hier ein leuchtendes Beispiel. Wenn Sie da diese Halle sehen, was löst das bei Ihnen für Gefühle aus? Wie ich hergekommen bin und das Dröhnen der Motoren gehört habe, war das sehr beeindruckend. Und dann in weiterer Folge, dass dieses Dröhnen letztendlich die Stimme für die Leisen ist, die sich nicht hier zu Wort melden können, dann passt das sehr gut zusammen, dass sich engagierte Menschen hier zusammenschließen, das Schöne, das Motorradfahren mit einem sozialen Zweck verbinden. Und diese Verbindung, glaube ich, zeigt sich in dem Zusammenhalt, einerseits ein Hobby zu haben, Motorrad zu fahren, aber andererseits auch die Schwachen der Gesellschaft nicht zu vergessen. Wir versuchen ja ein bisschen zu leben, geben ist seliger den Nehmer. Ja? Und ein bisschen gilt das ja auch für die Stadt Wiener Neustadt. Ich glaube, Sie haben ja auch eine Spende mitgebracht. Ja? Wir haben auch eine Spende mitgebracht, also der Herr Bürgermeister und ich bekommen keine Funktionsentschädigungen und diese Entschädigungen werden gesammelt und die werden dann für soziale Zwecke gespendet und einen Teil davon haben wir auch für diese Veranstaltung gerne gespendet. Da bedanken wir uns sehr herzlich und freuen uns, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Wir wohnen ja durch ganz Österreich und hoffen, dass wir auch viele Städte wie Wiener Neustadt treffen, die uns unterstützen und mit uns dadurch den Muskel klagen. Also ich darf ein herzliches Dankeschön sagen. Auch ich darf mich im Namen des Landes Niederösterreichs und der Stadt Wiener Neustadt für diese Veranstaltung bedanken. Dankeschön.